Wir sind jetzt im Backstage-Bereich. Jede Menge Athleten, alle sind gut drauf, nehme ich an. Bam. Glückwunsch. Schön, dich zu sehen. Zu dem Sieg. Richtig geile Form. Hast heute den Gesamtsieg gemacht. Mir die Qualifikation geholt, holen und dann eine Woche später nochmal eine Kante. Du hast heute deine Klasse gewonnen. Leute, das ist das Wichtigste. Habt ja, Spaß bei den Wettkämpfen. Am Ende macht ihr das für euch. Eben Ramsi in der Mensphysik-Klasse. Mensphysik, genau. Im Endeffekt bleibt Reis, Hähnchen bleibt Hähnchen und die harte Arbeit zählt. That's the lovely thing about bodybuilding. If you set your mind to something, you can get there. Yes, it took 11 years, but if you love it, it doesn't matter. Nein, den Luca in der Classic-Physik-Klasse, den jüngsten in Deutschland und einer mit dem meisten Potenzial. Jetzt mache ich hier einen Gastauftritt. Ich habe Bock, so ein geiler Wettkampf hier. Es ist eine Ehre für mich, dass ich einen Gastauftritt machen kann. Ich habe sie heute Morgen schon beim Posen hier gesehen und habe ihr gesagt, dass sie richtig gut aussieht. Und jetzt gewinnt sie einfach hier die Figur, also overall. Wir sind in Gera auf dem Olymp Cup. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns alle gemeinsam hier auf den Tag und freut euch auf ein geiles Video. Mit am Start? Ja, ich bin auch mit am Start. Franzi, wer mich noch nicht kennt. Ich freue mich heute mit hier in Gera zu sein. Ich war noch nie hier. Die Halle ist ziemlich cool, muss man sagen. Also es ist echt schick hier und unser Stand sieht auch sehr cool aus. Wir haben schon ein bisschen was für euch aufgebaut und ja, mein Name ist Katja ist am Essen, wie immer. Es gibt einmal Haferflocken mit dem Whey-Protein-Komplex von Olymp, Geschmacksrichtung Vanille. Dann habe ich noch ein bisschen Flohsamenschale drin und ja, typisches Bodybuilder-Frühstück um die Uhrzeit. Das ist, ja, ich habe schon gesagt, das sieht irgendwie ziemlich langweilig aus und ich habe gedacht, wenn wir hier schon so geile Riegel haben, können wir ein bisschen was toppen, oder? Was schätzt du gern? Boah, die sehen alle geil aus. Also wir haben einmal hier den Zero Bar, der ist ja wie Jogurette so ein bisschen schmeckt. Okay. Ja? Also richtig geil mit so einem Himbeergelee drin, den mag ich voll gern. Dann haben wir den neuen Explode, der ist mit Double Chocolate und den neuen I'm Pro Bar, der ist aber mit weißer Schokolade, wenn du das den magst. Den liebe ich ja, ne? Und den Veggie Bar, der ist auch sehr geil mit Chocolate Peanut Geschmack. Ich nehme gerne den weißen Riegel und einmal die Jogurette. Kann keiner mithalten. Gains incoming. Vielen Dank. 5-Sterne-Küche. Ja. Er schmeckt hoffentlich leckerer, als es aussieht. Was? Hat er nicht gesagt. Schmeckt total lecker. Und ich glaube, er meinte damit auch meine Haferflocken und nicht die Riegel. Die sehen aus, als hätte sie schon mal gegessen. Super, vielen Dank. Danke, Franzi. Du wolltest noch zum Bäcker? Ja, ich muss mir noch Butterbrezel holen. Du bist, was du isst, ne? Da muss ich noch am Auto vorbei, habe ich nämlich die neuen Olymp-Reisflocken. Die sind richtig cool, weil die kann man nämlich mit kaltem Wasser auch aufgießen. Und ich finde es halt praktisch, weil dann braucht man noch nichts daheim fertig machen und ich habe eh nur 3,5 Stunden gepennt. Da konnte ich das einfach ins Auto schmeißen, kaltes Wasser finde ich hier irgendwo und dann wird es aufgerührt und perfekte Mahlzeit to go. Nein, das nehmen wir nicht auf. Doch, jetzt sei real hier. Wir wollen zum Bäcker gehen. Und nein, wir wollen einen Kaffee. Ich dachte, wir wollen Carbloaden. Der Heiko sieht das später auch. Kaffee schwarz. Nein, eine Laugenstange und ein Kaffee. Ich brauche vor allen Dingen jetzt einen Kaffee. Kaffeedurst. Getting coffeinated, damit wir den Tag überleben. So schlimm bei dir? Ja, 3,5 Stunden Schlaf. Ich würde sagen, ich brauche heute viel Kaffee, extra stark. Ich bin schon echt müde, aber ich freue mich so auf den Wettkampf und auf den Tag heute, dass ich es nicht so merke. Und ich habe die Mütze aufgezogen, dass man meine Augenringe nicht so sieht. Was sagst du, wie ist? Ah ja, also ich muss sagen, ein paar waren echt gut in Form. Ja, also gerade die Tammy, die jetzt auch die Novice und die True Beginners gewonnen hat, die kenne ich noch von Wettkämpfen früher. Die war echt gut in Form. Gefällt mir richtig gut. Ich hätte sie jetzt in der Klasse auch auf 1 gesehen. Aber gut, die Meinungen scheiden sich da ein bisschen. Sie hat halt echt eine schöne Härte mitgebracht und finde das immer gut. Ich bin ja Team Härte. Aber ja, nee, kann schon was, die Klasse, ne? Vielen Glückwunsch nochmal. Dankeschön, du hast heute deine Klasse gewonnen. Erzähl ja doch mal bitte, welche Klasse bist du gestartet? Also ich bin nach mittlerweile 2,5 Jahren, das letzte Mal auf der Bühne 2021, in der Frauenphysik gestartet. Jetzt der zweite Wettkampf vor 2 Wochen in Fulda. Nach Bandscheiben-OP und Knie-OP. Jetzt zurück 10 Kilo schwerer auf der Bühne. Und was soll ich sagen? Ist der erste. Das ist so abgefahren. Vor allen Dingen Steffi ist auch
eine Person, die jetzt auch gerade, wie sie erzählt hat, einen sehr, sehr langen Weg hinter sich hat, gerade gesundheitlich. Insofern ist es echt toll, auch zu sehen, dass sie sich heute so zurückgekämpft hat und auf der Bühne steht. Und es war so eine tolle Show, wirklich. Nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wie geht es jetzt weiter für dich? Für mich geht es jetzt in 2 Wochen zur Deutschen, beziehungsweise morgen steht erst die Berliner noch an, das ist die regionale dann für die Quali für die Deutsche. Und dann hoffentlich in 2 Wochen in Wiesloch. Und dann gehen wir international das allererste Mal für mich. Ich fliege am 15. Juni nach Alicante. Ich habe gehört, das ist der beste Wettkampf von der Atmosphäre her und ich will den unbedingt mal mitnehmen. Ja. Insofern wollen wir da natürlich dann Topform bringen. Wir arbeiten uns langsam nach oben für die Deutsche und für Alicante ist dann die 100%. Es ist einfach eine riesen Atmosphäre, es sind tolle Athleten. Genau. Da. Das Wetter ist toll, du wirst es so genießen. Und das ist das Wichtigste, Leute, das ist das Wichtigste. Ja. Spaß haben. Habt Spaß bei den Wettkämpfen, egal was ihr mal durchmacht, kämpft euch zurück, gebt nicht auf. Am Ende macht ihr das für euch und für keinen anderen und das ist genau der Grund, weshalb ich dahin will. Und hier stehen 2 Mädels, die haben beide einen gesundheitlich langen Weg hinter sich und haben sich beide zurückgekämpft und ich kann das so nachempfinden, was Steffi heute und das letzte Mal auf der Bühne einfach gefühlt hat und von daher nimm mir deine Abschlussworte, kämpf und mach das für euch. Überfallen hier. Grüße. Wie geht's dir? Abfangen. Gut soweit und dir, lass doch mal noch hier begrüßen. Lange nicht gesehen. Ja, seit Prag eigentlich nicht mehr, gell? Ich glaube tatsächlich, seit Prag nicht mehr. Da sagst du noch ein bisschen. Die nächste Kamera, oh Gott, hey. Yeah. Wird ganz rot. Wir haben hier ein IFBB Pro am Start, den lieben Ramzi in der Mensphysik-Klasse. Mensphysik, genau. Letztes Jahr Profi geworden in Prag, da wart ihr auch am Start. Yes. Und, kann ich mich daran erinnern. Ich habe dir aber davor gesagt, heute ist dein Tag, ne? Ja, das ist alles geschrieben, so wie es sein soll. Es kommt, wie es kommt. Dieses Jahr werde ich meine erste Profisaison starten. Und es sind mehrere Wettkämpfe angepeilt. Wahrscheinlich der 1.6.10. in Mailand. Ja, bis dahin wird halt noch aufgebaut. Dann du bist geht bei Roland, ne? Beim Roland. Beim Roland Schelock bin ich in der Betreuung. Das ist mehr wie ein Coach. Das ist Mentor, Vater. Sehr schön. Das ist unglaublich. Das finde ich immer sehr wichtig, dass man sich untereinander richtig gut versteht. Es geht nicht darum nur, dass man das Wissen hat, sondern dass man sich menschlich sehr gut versteht und dass das gut harmoniert alles. Für die anderen Athleten mit ihrem Coach, gibt euer Coach Zeit, dass er euch kennenlernt. Wechselt nicht von einem zu dem anderen, weil so lernt man den Coach und Athlet am besten kennen. Und da gibt auch den Coach quasi die Möglichkeit, das beste Paket immer wieder zu holen und mal was auszuprobieren. Das ist halt auch sehr wichtig. Und ich bin jetzt beim Roland über 3 Jahre. Wenn man so lange bei einem Coach bleibt, sagt das alles auf jeden Fall. Ja, habt ihr gehört, Leute? Immer dem Coach Zeit geben. Man kann zwar einen Plan haben, aber gib doch mal dem Coach, wirklich mal einen einfachen Coach, dass die Zeit, jeder Körper ist anders, auch die Tools mal was auszuprobieren. Und da sind so Meisterschaften wie hier das Beste, hier kann man was ausprobieren, bevor man sagt, man will einen Pro-Qualifier machen, dann hat man dann einen Masterplan, so wie wir das immer sagen, können Vollgas geben und dem Prozess vertrauen. Im Endeffekt bleibt Reis, Hähnchen bleibt Hähnchen und die harte Arbeit zählt. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Veranstaltung heute und danke, viel Erfolg für deine Saison. Auch gute Besserung, mein Freund. Danke. Und ich hoffe, wir sehen dich auch bald wieder. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke schön. Ja, cool. Und wie lange machst du jetzt schon Bodybuilding? Seit ungefähr 10 Jahren. Und du hast zwar zwischendurch eine Pause gemacht, hast du gesagt? Genau, durch Corona. Und ich habe angefangen mit der Bikini-Klasse eben. Da war ich auch nicht so erfolgreich. Also ich war da schon mal so Vorletzte, habe mich ja dann nach oben gearbeitet. Woran lag das? Warst du zu muskulös oder? Ja, also ich war auch noch zu dünn. Also damals war das Niveau halt auch noch nicht so krass. Ah, okay. Genau, und dann bin ich in die Bikini-Klasse, dann nochmal ein 2. Jahr gestartet. Da war ich dann 6. Genau, alles noch beim DBV. Habe dann letztes Jahr mein Debüt mit der Figurklasse gehabt beim MPC. Ja. Bin der 3. geworden bei der All-Star Classic. Das Jahr bin ich eben nochmal gestartet, wurde dann 5. Das konnte ich halt nicht auf mir beruhen lassen, weil ja, ich wollte natürlich da trotzdem eins draufsetzen und dann habe ich mich halt die Woche spontan noch in Gera angemeldet. Wie er vorhin sagt, die Backstage so, jetzt habe ich auch endlich mal was gewonnen. Ich so, ja, jetzt hat sie mal endlich gleich mal den Overall gewonnen mit hier so einem Pokal, der irgendwie fast größer ist als ich und sie ist ein bisschen bescheiden, glaube ich. Das ist schon richtig krass. Ja. Ich habe sie heute Morgen schon beim Posen hier gesehen und habe ihr gesagt, dass sie richtig gut aussieht und jetzt gewinnt sie einfach hier die Figur, als Overall. Diesmal krass. Ohne Druck, ganz entspannt und ja, einfach Spaß gehabt und ich glaube, das macht den Unterschied. Ja, also voraussichtlich vielleicht noch die Deutsche regional, einfach nochmal, um noch mehr Sicherheit zu bekommen und dann nach Alicante. Ja. So ist der Plan. Ja, ein bisschen Selbstbewusstsein darfst du haben, du siehst super aus. Dankeschön. Ja.
Danke, 10 Jahre Pause. Das war doch geil. Aber Form sitzt top. Also bis jetzt habe ich hier keinen gesehen, der trockener ist. Das ist schon was. Ich hoffe aber, das reicht. Der Olymp Cup muss ja Olymp gewinnen quasi. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Nee, wird gut. Gut. Sehr gut. Macht Bock auf jeden Fall. Ja. So. Gib weiterhin Gas. Wir sehen uns bestimmt gleich nochmal. Ein Gesamtsieg stecken. Da musst du doch sagen. Feiner, ich höre mir auf dich. Wir sind jetzt im Backstage-Bereich. Jede Menge Athleten sind hier, alle schön angemalt, Öl ist drauf, alle sind gut drauf, nehme ich an. War gut drauf, ey. Unbedingt. Bam. So wird sein. Ja. Ja, sehr geile Atmosphäre auf jeden Fall. Ein paar Klassen sind schon drauf gewesen. Wir haben ein paar Sieger heute schon, aber es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Wir haben hier erstmal halb. Wir haben hier ein IFB Pro wieder am Start, als Gastposer sogar heute. Den Luca ist in der Classic-Physik-Klasse. Den jüngsten in Deutschland tatsächlich. Und einer mit dem meisten Potenzial, meiner Meinung nach. Das habe ich ihm aber auch gesagt. Servus. Wie geht's dir? Vielen Dank erstmal für die Worte. Mir geht's gut. Ich bin jetzt gerade heute selber 2 Wochen vor meinem Wettkampf, den du eigentlich auch machen wolltest. Aber wir werden safe mal irgendwann anders auf der Bühne stehen. Also für mich sind es dann noch 2 Wochen. Jetzt mache ich hier einen Gastauftritt. Ich denke. Bist du aufgeregt vor Gastauftritten? Eigentlich nicht. Nein? Ich habe Bock. Ich sehe es eher so, ey. Also ich habe jetzt auch gar nichts gemacht, nicht gepiekt oder so, ey. Ich meine, mein Wettkampf ist selber in 2 Wochen. Aber ich sehe es trotzdem eher so ein bisschen wieder reinkommen, Bühnenerfahrung, mal die Farbe so dran haben. Mich nervt zwar so Farbe eigentlich eher, aber ist vielleicht ganz cool vor dem eigenen Wettkampf, dann hast du schon mal, bist du wieder so ein bisschen in dem Modus drin. Das passt eigentlich gut. Zwar man muss immer sagen, so, es ist auch nicht ganz so nah von mir. 2 Wochen vor dem Wettkampf, kennst selber, hat man eigentlich dann nicht so Bock rumzureisen, im Hotel zu übernachten, ein ganzes Essen mitnehmen. Aber es ist so ein geiler Wettkampf hier. Es ist eine Ehre für mich, dass ich einen Gastauftritt machen kann, solche Leute wie dich treffen kann. Ja, eben. Also, mega cool und das sind halt Erlebnisse auch. Also ich freue mich hier mega drauf. Auch, ne? Ihr seid in der gleichen Klasse. Ich würde mich heute richtig freuen, wenn ich euch vielleicht nebeneinander sehen würde. Ja, er ist halt in der Offseason, okay. Ja, aber sieht viel massiver aus. Das ist eher so sein Rebound-Effekt, ist immer noch komplett hart. Nicht diese Wettkampfhart, aber ich bin jetzt auch noch nicht fertig mit der Form. Ich war eher anfangs ein bisschen hinterher, weil ich eben ein bisschen krank war. Jetzt läuft, jetzt bin ich, denke ich, gut in der Zeit, aber wir müssen schon noch hinklotzen, also ich bin noch nicht fertig. Aber ja, es ist cool dann eben mal zu sehen, wo ich hin muss, um ganz oben mitzuspielen. Und ich denke, dieses Jahr werde ich deutlich massiver sein, bessere Qualität, Härte mindestens gleich. Dann schauen wir mal, was da geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß heute auf der Bühne. Danke. Uns auch viel Spaß. Aber vielleicht wird ja was einblenden in dem Video. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und danke dir. Man, I'm so up, I could be a pilot. And I just hope I'm trying to catch a flight. So let me get the digits. I call right now if you're with it. I seen 1,000 pretty girls in this room. A dollar, I've been looking for you. I've been searching, it's so hard to find. A girl who's one of a kind. Cause being alone just isn't cool. I'll take 1,000 trips around the world just so I could find you, girl. Cause darling, I've been looking for you, yeah, I'm looking for you. Glückwunsch. Schön, dich zu sehen. Zu dem Sieg, dankeschön. Ebenfalls richtig geile Form. Danke dir. Hast heute den Gesamtsieg gemacht. Magst du dich vorstellen? Mein Name ist Danny. Ja, heute war mein Saisonstart. Mir die Qualifikation geholt. Die wirklich wichtigen Wettkämpfe für mich sind jetzt vor allen Dingen in 2 Wochen Polen und dann eine Woche später nochmal Alicante. Die letzten Jahre war es immer schon ziemlich knapp, aber knapp reicht halt eben nicht. Man muss halt deutlich gewinnen, so in dem Sinne. Deswegen habe ich jetzt dieses Jahr Gas gegeben. Noch viele Sachen umgestellt, neue Ansätze probiert und so weiter. Hat jetzt erstmal schon mal so ganz gut geklappt. War ein schönes Warm-up auf jeden Fall. Toller Wettkampf, bin immer gerne hier. War letztes Jahr sehr auch schon schön. Hier. Ja, ja. Das hat wunderbar geklappt und die Dora und ihr Team machen hier wirklich einen tollen Job. Genau, also hätte nicht besser laufen können, um die Sache hier loszutreten. Und ja, in 2 Wochen geht es dann für mich ans Eingemachte. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass es in 2 Wochen klappt, dass wir einen neuen deutschen Profi noch haben, weil du hast alles. Danke dir. So, ganz so Dank. Alles Glückwunsch nochmal, wir sehen uns. Danke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
findest du es bis jetzt? Die Meisterschaft meinst du? Ja, super. Ist echt cool. Für mich ist es allgemein geil, wenn du wieder die Wettkampffarbe riechst. Ne? Das weckt Erinnerungen und Gefühle hervor. Was geil ist, wenn die Käsesemmel vorne riecht. Ja, Käse habe ich gestern gehabt. Käse und Gyros und jetzt ist mal schlecht. Und jetzt wollen sie, dass ich oben pose. Machst du's? Ich weiß nicht. Ich muss, glaube ich. Keine Alternative, der muss. Ja, machen wir schon. Es ist, glaube ich, ganz cool, wenn man sich dann auch mal mit den anderen Jungs vergleicht. Aber ich bin jetzt, glaube ich, der Einzige, der nicht in Form ist. Ich glaube, die anderen sind alle schon in Vorbereitung. Und das Problem ist, ich weiß, dass der Enrico auch noch nicht in Vorbereitung ist. Und der geht natürlich nicht mit oben. Der Hund. Ey, das ist voll cool. Ich freue mich schon. We have Wesley here. Thank you for coming to Germany. Yes, and it's a pleasure. A great show here. You look fantastic. Thank you and so much. Congratulations for winning the Arnold two times. Yeah. I think you are the first Classic Physique Pro. Is this right? The first one who won the Classic Physique Pro. In Europe, yes, that's right. I won the first show that was the Royal Lomman Pro in 2018. Yes, I won that one. And I didn't realize at that time that it was very special, but looking back, it was like, oh, I'm the first European Classic Physique Pro. That's pretty pretty cool, yeah. Crazy. How are you feeling now winning the Arnold Classics two times? It's a dream come true because now I feel like my physique has been appreciated by the judges and the audience. Yes. They accept my physique as being one of the better ones in Classic Physique, and now it brings me even more motivation to the Olympia to really show, hey, I'm here, I can improve even more. Yes. And really, you may win it also. Yeah, provide a the 16th place and now going there maybe and winning the Miss Olympia, that's really great. Yeah, my first Olympia, I was shared 14th place, so basically at the bottom. Yes. And then slowly climbed up and then all of a sudden winning the Arnold. So I'm going to use this momentum and this motivation to do even more things. I think it's good for the Classic Physique class that you want that. So everybody knows now, okay, there are not just the three guys. Yeah. There are a lot of other guys who have the chance now to... Exactly. When I look at my first show ever, you could see that my genetics were not the same as like the super small waisted guys. But as long as you work long and hard enough, you can get there. That's the lovely thing about bodybuilding. I mean, if you set your mind to something, you can get there. Yes, it took 11 years, but if you love it, it doesn't matter. It's worth it. Yeah, it's worth it for so sure. So you hit that, guys. Just do your work and wait and have patience and you will get what you deserve. Exactly. Thank you, Wesley. Of course, Thank you. Ich bin total platt.
Es war ein geiles Event, waren geile Zuschauer, geile Athleten, war super. Wir haben uns um 100% gesteigert gegen letztes Jahr und ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr auch wieder alle so zahlreich kommt. Es war einfach hier heute nur eine super Veranstaltung und ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. So ihr Lieben, der Tag neigt sich langsam dem Ende. Wir haben heute hier eine ganz, ganz tolle Veranstaltung gehabt. Es waren viele Gäste da, tolle Athleten, tolles Publikum, was mit angefeuert hat, tolles Guest-Posing. Also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es war wirklich rundum eine gelungene, super Veranstaltung und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Jahr und hoffe, euch hat es hier auch gefallen. Was sagst du, Franzi? Wie war es für dich? Boah, war ein mega geiles Event. Also ich war noch nie hier und ich bin richtig geflasht, wie cool der Wettkampf war. Geiler DJ auch. Also die Musik war sehr gut. Die Athleten waren top. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, würde ich behaupten. Und ich bin gespannt auf unser Video später und gucke mir das dann auch ganz, ganz gespannt an. Und mit unserem Code definitiv schön einkaufen, damit ihr mehr solchen Content von uns noch seht. Ayham.de Franzi.de Katja.de Katja.de Immer am Essen, die Gute. Verdammt, Mann. Tschüss. Hab ich doch gesagt. Euch einen schönen Abend, Tag, Morgen, Sonntag, Urlaub, egal was ihr gerade macht.